So, da sind wir wieder zurück. Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei QS24, Ihrem Gesundheitskanal. Wir reden heute über die sogenannte Feinstaubbelastung. Wie kommt man aus der Feinstaubbelastung hin zu der wunderbaren, sauberen Waldluft? Schön, wenn wir das alle zu Hause hätten und nicht ständig irgendwo in den Wald gehen müssen oder uns die Zeit dafür nehmen dürften oder sollten. Nehmen sollten wir sie trotzdem, aber wie kriegen wir sie nach Hause? Das ist das Thema der heutigen Sendung und dafür habe ich mir einen Gast eingeladen, der schon seit 19 Jahren sich sehr erfolgreich mit der Luft auseinandersetzt. Er hat die Technologie entwickelt namens Airnergy. Ganz herzlich willkommen, lieber Guido Birter. Schön, dass du da bist. Guten Tag, schön, dass ich hier sein darf. Dein Wissen über Luft zu reden, das kommt immer so Emotionen in dir hoch. Es wird immer größer und stärker und kräftiger. Man sieht, wie das Leuchten in deinen Augen, wenn du über Luft reden darfst. Und trotzdem ist die ganze Luft ein Thema, was die meisten Menschen eigentlich nur für selbstverständlich erachten, überhaupt nicht ernst nehmen, sondern man atmet ein, man atmet aus und basta, es ist so. Aber wie viel Energie in der Luft drin steckt, ja, das hört man auch sehr viel aus dem asiatischen Raum, wo sie sagen, bewusstes Atmen, Prana, Energie, Yin, Yang und so weiter. Da hört man noch mehr, aber uns da in Europa hört man eigentlich nicht viel über die ganze Luft. Wenn man bedenkt, dass man am Tag etwa 20.000 Mal ein- und ausatmet, ist das, glaube ich, alleine durch die Quantität der Atemzüge Grund genug, darüber nachzudenken. Mhm. Liest man in den Zeitungen, was alles in der Luft stattfindet. Geht man aber mal tiefer ins Internet rein und sieht, was beispielsweise in Asien stattfindet. Du sprachst gerade Prana an, aber da gibt es noch viel, viel mehr. Beispielsweise gibt es in asiatischen Ländern, konkret in Korea und Japan, Studien, mehr als 500 veröffentlichte Studien über die Qualität der Waldluft. Das nennen die mittlerweile Waldbaden. Das ist sogar schulmedizinisch da. Ah, anerkannt. So schönes Wort. Genau, Waldbaden. Da gibt es auch einige Informationen, die wir da mittlerweile bereitgestellt haben auf unseren entsprechenden Webseiten. Also letztendlich ein Thema, wo, wenn man tief in das Thema einsteigt, gar nicht nachvollziehen kann, dass kaum einer darüber was weiß. Jeder atmet darüber. Was fehlt denn uns im Verhältnis jetzt im Waldbaden? Da muss ja in diesem Bad ja sehr viel drin sein, was ja heute sonst in der Zivilisation draußen ja nicht mehr vorhanden ist. Was ist denn alles weg? Energie, um es auf den Punkt zu bringen. Wir brauchen Energie. Wir Menschen brauchen Energie, um allerlei Prozesse in unserem Körper stattfinden zu lassen. Mhm. Und alleine die Tatsache, wenn wir 2-3 Minuten nicht atmen, fangen an erste Körperzellen, Gehirnzellen ganz besonders zu sterben. Wenn wir 3, 4, 5 Minuten nicht atmen, dann war es das eigentlich fürs Leben, um das mal ins Verhältnis zu stellen. Also die Atemluft braucht viel, viel, viel mehr Bedeutung. Mhm. Und da ist weit mehr drin als nur das, was wir in der Schule lernen. 78% Stickstoff, 21% Sauerstoff, 1% Edelgase. Mhm. Zu den Edelgasen gehört beispielsweise die relative Luftfeuchtigkeit, also der Wasseranteil, der Wasserdampf in der Luft, der variiert zwar im Wald, in den Wohnungen, wo geheizt, temperiert wird, ist sowieso kaum noch Luftfeuchtigkeit vorhanden, wenn man die nicht künstlich ergänzt. Aber im Wald ist eigentlich ein Paradies für die Lunge, muss man sagen. Das ist Lungenreinigung pur, das ist Vitalisierung pur. Und das ist nicht nur die Luft. Da sind die sogenannten Terpene, das sind die Botenstoffe der Pflanzen, die mit den Körpern des Menschen, der Tieren untereinander kommunizieren. Das klingt zwar alles so ein bisschen verrückt, aber das sind Fakten, wovon wir leben. Also, wie kriegt man Atemluft, Waldluft, indem man in den Wald geht? Hat man die Möglichkeit nicht, muss man sich halt nach Alternativen umschauen. Ja, aber es ist schon so, meine, jeder Mensch, der durch den Wald mal spaziert, hat ja oft das Gefühl, er tankt Energie. Das gleiche Gefühl habe ich auch irgendwo am Wasserfall oder wenn man am Meer spazieren geht. Ja. Hat das mit der Luftfeuchtigkeit zu tun und diese energiereiche Luft, die in Bewegung ist irgendwie? Also das kann man vielleicht gar nicht so an 1, 2 oder 3 Parametern festmachen, wie wir es irgendwie in den Medizinen die letzten Jahre, Jahrzehnte gelernt haben. Also das sind so viele Situationen. Ich glaube, aus vorherigen Sendungen wissen wir, dass pro Sekunde 10 Millionen neue Zellen im Körper produziert werden und abgebaut werden. Übrigens die Hauptenergiequelle, auch dafür Luft und Wasser natürlich. Es ist eigentlich eine Rezeptur, kann man sagen. Das Zusammenspiel
im Rahmen der Photosynthese das Sonnenlicht, das Blattgrün Chlorophyll, die relative Luftfeuchtigkeit und dann der Sauerstoff sozusagen als Zündfunke. So, und diese Rezeptur, die macht viel, viel mehr als das, was wir mechanisch daraus verstehen können. Dr. Jibin Chi sagt immer, der Körper braucht Energie, egal welche Erkrankung der hat, ob das, welche auch immer, COPD, Alzheimer, Parkinson, all diese voranschreitenden Zivilisationserkrankungen, hat der Körper Energie, kann der besser damit umgehen und Erkrankungen, Probleme kompensieren. Und nochmal, in der Luft liegt die Energie mehr als überall woanders. Ja, ich habe mich gerade jetzt bei deinem Spruch erinnert, was eigentlich der Nobelpreisträger Otto Warburg mal gesagt hat, dass in einem basischen Milieu keine Krankheiten entstehen können, nicht mal Krebs. Das lassen wir auch mal so stehen, aber Basen sind ja auch nichts anderes als Energie, 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 nichts anderes. Also Säure ist das Gegenteil von Basen und Basen bringen Energien rein. Genau. So, jetzt ist ja dein Fachgebiet letztendlich das Thema Luft und wir haben über das Waldluftbaden gesprochen. Das ist so ein schönes Wort, ich habe wirklich das Gefühl, das gibt mir schon ein bisschen Energie, dieses Waldbaden. Viele Menschen gehen nicht mehr in den Wald. Ich meine, ich lebe auch auf dem Land und muss mir ehrlich zugestehen, gehe auch selten in den Wald, obwohl ich ihn hätte. Ist viel verloren gegangen an irgendwie und dem Bedürfnis. Also es ist immer schön, wenn man es tut, aber wie kriegen wir diese Waldluft auch alternativ wieder vielleicht in die eigenen vier Wände rein? Genau, das ist Energy, im Prinzip ein Waldluftgenerator. Würde aber zuvor gerne darauf eingehen, was du gesagt hast. Natürlich will jeder Mensch in den Wald gehen, aber wer hat die Gelegenheit? Im Prinzip sollten wir täglich dann irgendwo unsere Atemluft ergänzen mit einer qualitativ hochwertigen Luft, Atmosphäre, Atematmosphäre, um es präzise zu sagen, weil Luft ist eigentlich ein sehr oberflächlicher Begriff. Wir präzisieren das bei Energy zur Atematmosphäre. So, aber wer hat halt die Gelegenheit, täglich in den Wald zu gehen? Denn einmal die Woche, das ist genauso im Fitnessstudio, einmal die Woche ist besser als keinmal, klar, aber zweimal, dreimal, viermal und atmen ist noch viel, viel mehr bedeutend als die körperliche Ertüchtigung, obgleich man ja beides im Wald dann macht, denn durch die Bewegung ist der Stoffwechsel angeregt, kann man natürlich die sensible Energie, die feine Energie, die dort vorhanden ist, noch besser aufnehmen. So, aber krankheitsbedingt, mobilitätsbedingt hat halt nicht jeder die Möglichkeit und da haben wir mit Energy eine Technologie geschaffen, einen Waldluftgenerator, heute in der Marketingsprache so ein bisschen ausgedrückt, die wissenschaftlich in einem Maß untermauert ist, wie kaum etwas in der Komplementär Medizin, die wurden die ersten Jahre bei Ärzten, Heilpraktikern und angeboten, die Gerätschaften. Und dann haben wir erstmal selber verstanden, was denn damit alles möglich ist. Du hast heute Morgen beim Vorgespräch von den Erfahrungen deines Vaters gesprochen. Das ist ja super erfreulich. Und da haben wir natürlich tausende Erfahrungen in diese Richtung gesammelt. Also uns war das selber nicht bewusst, als wir das angefangen haben, wie viel Potenzial da drin liegt. Heute wissen wir, Energy ist eine Grundtherapie, eine Basisenergie, die eigentlich jeder Mensch braucht und nahezu jeden Alters. Ich habe mal in der Physik gelernt, Energie geht immer den Weg des geringsten Widerstands. Und wenn ich jetzt interpretiere, dass eine Krankheit ja immer aus der Säure kommt, aus einem Energiemangel, müsste eigentlich das Zuführen von Energie immer dorthin gehen, wo der Mangel am größten ist. Und demzufolge Baustellen anfangen zu sanieren. Also Energie wechselt auf jeden Fall schon mal, geht nicht verloren und wechselt ihren Zustand. Und das genau passiert, indem wir mit unserer biophysikalischen Methode, die wir in diesem Gerät haben, den Zustand des Sauerstoffs in die Form bringen, dass er mehr oder weniger bioverträglicher ist. Das heißt, die Luft kann oder der Sauerstoff kann einfach wieder besser verwertet werden. Medizinisch nennt man das Utilisation. Hintergrund der Sache ist, wir sitzen im gleichen Raum, aber die Menschen, die in diesem Raum sitzen, verwerten den Sauerstoff unterschiedlich. Ich würde mal sagen, die regelmäßig Energy atmen, verarbeiten ihn besser als die regelmäßig im Büro sitzen oder zu Hause sitzen unter Klimabedingungen, unter Heizungsbedingungen. Also im Prinzip ist das einfach so ein breites Thema. Ich kann nur sagen, probieren geht über Studieren. Einfach mal 10, 20 Anwendungen ausprobieren, die Erwartungshaltung relativ gering schrauben, weil wir haben bei Energy keinen Popeye-Effekt, so nenne ich das immer. Das ist dieser Spinat rein und berühmte Matrose. Genau. Dann 2 Minuten später hat er so Muskeln. Das ist also nicht. Wir relativieren die Erwartungshaltung. Der Körper braucht einige Wochen, um sich
zu erneuern. Das wissen wir alles aus der Biologie, aus der vorhandenen Medizin. Und das RNG-Thema ist da natürlich nicht anders. Obgleich es oft genug ist, dass Anwender das erste Mal atmen, sagen subjektiv, ich habe aber nichts gespürt. Mhm. Aber am nächsten Morgen rufen die anderen und sagen, wow, ich habe geschlafen wie ein Baby. Mhm. Und darum geht es. Hat man eine Tiefschlafphase oder eine erholsamen Schlaf, hat man am nächsten Tag automatisch mehr Energie. Mhm. Und das ist das, was wir unseren Kunden, Klienten in Aussicht stellen. Wir gehen nicht auf die einzelnen Krankheitsbilder ein, das ist viel, viel, viel zu komplex. Aber jede Erkrankung hat ein Energiedefizit. Und wenn man das mal durch den Trichter fallen lässt, sagen wir bei Energy, wendest du das regelmäßig an, stellen wir dir in Aussicht mehr Tagesenergie durch tieferen Schlaf, insgesamt mehr Wohlbefinden und das Ganze ist Lebensqualität. Also das ist das, was wir bei Energy in Aussicht stellen und dass wir nach fast 20 Jahren Erfahrung und Hunderttausenden von Patienten die verrücktesten Erfahrungen da gesammelt haben, das steht außer Frage. Mhm. Da haben wir die entsprechenden Broschüren, da gibt es das Resümee aus der medizinischen Praxis, da sind so 50 bis 100 Ärzte und Heilpraktiker und allerlei Therapeuten, die mal ihre Erfahrungen widerspiegeln. Dann haben wir das gleiche Resümee aus der Praxis, da sind mal die Verbraucher aller Couleur, da ist auch ein Ottmar Hitzfeld dabei, ein Fußballtrainer oder ein Herbert Grönemeyer, der gibt dazu ein Statement. Ja, es ist einfach so viel Literatur und Information da, das würde heute, glaube ich, die Sendung sprengen, wenn wir da zu tief reingehen. Ja, aber wir können ja das auch anfordern für Zuschauerinnen und Zuschauer. Es gibt mehrere unglaublich wertvolle Broschüren aus dem Haus von Energy über das Thema Luft. Und es ist so gut gemacht und so informativ, dass ich selbst auch so viele wichtige Erkenntnisse daraus gewonnen habe, wenn ich das durchlese. Ich möchte Ihnen einfach empfehlen, schreiben Sie eine E-Mail an Energy. Ich blende jetzt gleich auch noch die Homepage ein, www.energy.de. Wenden Sie sich dahin, bestellen Sie Informationsbroschüren, machen Sie sich ein eigenes Bild dazu. Die Sendung ist heute nicht dazu da, die Katze im Sack zu kaufen, überhaupt nicht. Es geht darum, dass wir Wissen schaffen. Das heißt, dass wir Informationen rauskriegen über tolle Sachen, die es auf dem Markt gibt, die Ihnen diese Waldluft, diese reine, energiereiche Waldluft nach Hause bringen kann. Und mit dem Effekt, da lassen Sie sich überraschen, indem Sie es einfach mal testen, versuchen, atmen Sie mit diesen Geräten, lassen Sie es vorführen, übrigens vorführen lassen, das würde mich auch noch interessieren. Mhm. Wenn jemand sagt, ach, interessiert mich sehr, ich möchte aber einfach wirklich mal eine saubere Beratung zu Hause haben. Wie kann man das organisieren? Indem man mit uns Kontakt aufnimmt, entweder per E-Mail, über die Website, telefonisch, alles ist möglich. Ja. Wir machen intensive telefonische Beratung, vor Ort Beratung, also was der Kunde wünscht, das wollen wir natürlich bieten. Wir haben jede Menge digitale Informationen, also ich glaube, da bleibt auf der Informationsseite kein Wunsch offen. Mhm. Um aber da nochmal drauf zurückzukommen, ich würde gerne insbesondere das Augenmerk auf den Little Atmos, beziehungsweise auf den kleinen Atmos in der deutschen Version lenken, denn wir sprachen über Waldluftqualität und so weiter, das können wir gar nicht im Prinzip jetzt alles hier ansprechen. Aber der Professor Röber hat sich da sehr viele Gedanken zugemacht als Physiker und hat das in einem ganz neuen Werk beinhaltet oder formuliert. Das ist der kleine Atmos, wie gesagt, lässt sich über unsere Website abrufen. Und da sind all diese Informationen, die ich eben angesprochen habe, drin. Und da geht man ganz besonders drauf ein, auf die relative Luftfeuchtigkeit. Denn man muss das mal bedenken, 24 Milliarden Trilliarden mal 24 Trilliarden Wassermoleküle atmen wir am Tag ein. Und jedes einzelne Wassermolekül muss man betrachten wie ein Akku oder wie eine kleine Batterie. Mhm. Und das darf man nicht unterschätzen. Mhm. Ja, das verstehe ich genau. Mhm. Gut, ich möchte noch zurückgehen auf Beratung. Also man kann sich bei euch anschreiben und ihr schaut, dass jemand, ein Berater zum Kunden nach Hause geht und ihn mal vielleicht auch atmen lässt. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass man ein Gerät mal mieten kann und schauen kann, wie es einem gut tut, um dann einfach wirklich einen fundierten Entscheid zu treffen. Weil das macht euch ja so sehr, sehr exklusiv, muss ich schon sagen. Genau, wir haben da entsprechende Kurangebote. Wir empfehlen eine Kur von mindestens 6 Monaten, weil wenn man das 10 oder 14 Tage macht und dann eine große Erwartungshaltung hat, das macht keinen Sinn. Das ist so, als wenn ich 3-4 Mal trainiere und dann den Marathon in New York oder sonst irgendwo gewinnen will. Ja. Energy muss man einfach in den
Alltag mit einbringen und im Idealfall mindestens dreimal die Woche atmen, besser aber täglich. Mhm. Wenn das beispielsweise im Sport angewendet wird, in der Formel 1 oder sowas, da haben wir auch tolle Referenzen, ehemalige Weltmeister, die das nutzen. Die nutzen das teilweise zwei, dreimal am Tag. Also das ist so ein breites Thema. Wir laden jeden ein, gerne weitere Informationen anzufordern oder wir stellen sie gerne im persönlichen Gespräch bereit. Alles ist möglich. Man merkt die Leidenschaft, die wir für dieses Thema haben. Es hat mal Norbert Mailer gesagt, die Luft wird langsam sichtbar. Das hat er schon vor 50 Jahren gesagt und ich glaube, heute sind wir langsam soweit. Ja, es ist ja immer wieder erstaunlich, dass mich die Luft oder auch das Wasser oder auch die Ernährung, aus diesen drei Stoffen sind wir eigentlich gebaut. Und diese drei Stoffe sind eigentlich in der normalen Medizin kaum ein Thema. Muss man sich einfach mal überlegen. Es ist einfach eine andere Herangehensweise an die Probleme, die aus der Medizin herausgekommen sind. Aber Wasser, Luft, Ernährung. Ich habe gerade ein Gerichtsurteil in Deutschland gelesen. Da hat der Richter zu Protokoll geschrieben, dass Ernährung genauso wenig wie Tanzen etwas mit Gesundheit zu tun hat. Und da musste ich auch sagen, erstaunlich, dass Ernährung nichts mit Gesundheit zu tun hat. Also für mich sehr wohl. Aber ich glaube, seit einigen hundert Jahren gefühlt weiß man schon, du bist, was du isst. Und wir haben das bei Energy ein bisschen erweitert. Du wirst, was du atmest. Und wer behauptet, dass die Ernährung keinen Einfluss auf die Gesundheit hat, der sollte auch mal über die geistige Nahrung nachdenken. Mhm. Also ich gehe mal davon aus, dass sie gravierend Einfluss hat. Mhm. Weil Professor Röber, um ihn wieder zu zitieren, der sagt, ein Mensch braucht gutes Wasser. Gesunde Nahrung, und die gibt es nicht unbedingt ausschließlich im Supermarkt, und die entsprechende Luft. Und damit können wir 100 Jahre, ja, 100 Jahre ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben unter den heutigen Gesichtspunkt, aber theoretisch können wir damit so alt werden. Wir brauchen da nicht so, sonderlich viel mehr. Das ist die Basismedizin. Das Wort ist wirklich die Basis. Wasser, Luft und Ernährung ist die Basis für unsere Gesundheit. Ja, Basis bin ich mit dir ganz einverstanden. Wenn du Medizin sagst, da kann man mal im Internet recherchieren, was das bedeutet. Medizin heißt ja die Kunst, im Griechischen übersetzt. Und ich glaube, ja, das ist die Kunst. Also, in die Mitte zu kommen, oder? Also ich sprach gerade über das Wort Medizin. Übersetzt heißt das im Griechischen die Kunst, so viel ich das recherchiert habe. Okay. Und von daher ist es die Kunst zu leben. Wasser, Atmen, gute Ernährung, viel Pflanzen vielleicht dabei, wo auch ein bisschen Chlorophyll mit in der Nahrung drin ist. Das unterstützt weitere Energiebildung im Körper. Toll, großartig. Mhm. Genau das muss man immer wieder, tausendmal muss man das sagen. Jetzt haben wir hier noch einen Kopf mit einem Lautsprecher oder einem Kopfhörer drauf. So wirkt es auf jeden Fall. Mhm. Ich kenne das Produkt, das ist euer Energy Stream. Ich habe da eine fantastische Erfahrung gemacht, also nicht ich persönlich, sondern eine Kundin von uns, von der Firma Quantisana in St. Gallen. Die hatte 30 Jahre lang hatte sie Tinnitus aufgrund eines sogenannten Gasballons, der explodiert war, so ein lauter Knall, sie war auch ganz verbrannt. 30 Jahre lang hatte sie Ohrenpfeifen. Und als ich ihr dieses geben konnte zur Testphase, hat sie tatsächlich gesagt, nach ein, zwei Wochen hat es plötzlich geknistert in den Ohren und es war weg. Genau. Das ist ein Wunder. Ich meine, grundsätzlich ist es ein Wunder, wenn der Tinnitus plötzlich weggeht nach 30 Jahren. Aber es ist passiert. Sie hat es geschafft. Sie hat genügend Energie gehabt, um sich selber zu gesund. Also von daher ist das Wunder gar nicht so groß aus der heutigen Betrachtung. Wenn der Körper Energie hat, kann der allerlei kompensieren. Wer sich ein paar Image-Filme von uns ansieht, da sind ja jede Menge Patienten, genauso wie Ärzte, die da über die Erfahrungen sprechen. Da war einmal eine 82-jährige Dame, die hatte Makuladegeneration, die hat sich mit 84 Jahren ein neues Auto gekauft. Also das ist noch beeindruckender und ist nicht nur gekauft, sondern auch gefahren. Damals war zufälligerweise von einem Privatsender auch ein Kamerateam im Fußraum drin. Also das ist durchaus lohnenswert. Vielleicht stellst du den mal auf deine Website, wenn du magst. Also, ja, gib mir das Zeug, alles liefern. Wir sind dazu da, den Menschen möglichst viel Wissen schenken zu dürfen, auch, wo einfach eine neue Sichtweise, eine andere Sichtweise mal darstellt und Optionen ermöglicht.
Ganz gerne, okay. Bitte. Jetzt komme ich auf das Gerät zurück. Also hier haben wir ja das klassische Energy-Atem-Gerät. Ja. Und in diesem Gerät sind Katalysatoren, Aktivierungseinheiten, so nennen wir das, wo im Prinzip die Photosynthese nachgestellt werden. Das heißt, da ist eine künstliche Sonne drin, da ist ein künstliches Chlorophyll drin. Übrigens sehr stabil. Wir sind jetzt, wie gesagt, 19 Jahre im Markt. Und die Geräte, die wir vor 19 Jahren gekauft haben, die funktionieren heute immer noch. Denn das ist ein technischer Anspruch von uns. So ein bisschen wie der VW-Käfer. Der läuft und läuft und läuft. Und dadurch, dass wir in allerlei Länder verkaufen, muss das natürlich absolut stabil sein, weil wir wollen nicht, wenn ich weiß nicht, wo die Geräte überlanden, dass wir die hin und her schicken müssen, weil die Servicestruktur ist in Europa top und auch, glaube ich, unsere Kunden international sind sehr zufrieden, aber wenn es halt von vornherein sehr stabil läuft, ist es immer besser. So, die Katalysatoren energetisieren oder vitalisieren, wie wir heute sagen, halt den Sauerstoff, die Wassermoleküle und so weiter. Energie von innen. So, dann haben wir aber auch darüber nachgedacht, wie kriegen wir denn die Energie von außen unterstützt. Und letztlich sind da über viele Evolutionen technischer Natur im Prinzip Katalysatoren entstanden, die wie Licht wirken. Vielleicht kennst du noch das normale Stream, das sieht aus wie eine überdimensionierte Computermaus, die kann man sich beim Knie aufschmerzen oder allerlei Irritation. Wir haben vom Dr. Welker in Bonn eine Studie bekommen bei Damen, die permanente Brustschmerzen hatten. Die hatten das relativ selten aufgelegt, also konkret 3 bis 5 Mal und waren da über einen langen Zeitraum schmerzfrei. Und diese wissenschaftlichen Erkenntnisse haben uns natürlich dazu geführt, ein Duo-Stream im Prinzip zu bauen. Ich versuche das Teil mal abzunehmen, wenn das möglich ist. Vom Länger, ja, das passt schon. Genau, man kann das natürlich klassisch auf den Kopf tragen, aber wenn man auch Schulterschmerzen hat beispielsweise, kann man das auf die Schulter legen. Ja. Wenn man Hustenreiz hat, wenn man Schmerzen am Knie beispielsweise hat, kann man das da drauflegen. Also das ist sehr, sehr vielseitig. Aber in erster Linie haben wir das dazu entwickelt, um die Konzentrationsfähigkeit zu steigern. Wir sitzen heute stundenlang vorm Computer, bewegen uns kaum, sitzen in Büros, haben da sowieso schlechte Luft. Ja. Und dann macht es ganz gut oder macht es Sinn, wenn man das Gehirn noch zusätzlich beleuchtet. Das ich habe da mal einen Test gemacht bei Kopfschmerzen. Hatte Kopfschmerzen, habe das drauf gemacht, war es weg, wieder da, weg, da, weg. Das ist faszinierend, oder? Ja, wenn du die Sensibilität hast, das wahrzunehmen, dann mein Kompliment an dich. Ja, ganz grundsätzlich nicht. Also die Menschen, die wirklich nicht auch über ihre Ernährung nachdenken oder überhaupt gewisse Umweltsituationen, die ignorieren das mehr oder weniger. Also ich habe die Feinfühligkeit auch nicht so, wie du sie hast, aber ich spüre halt nach 10, 15 Minuten, dass ich entspannter bin, ich bin ruhiger, meine Herzfrequenz geht runter, lässt sich übrigens alles messen über die Herzratenvariabilitätsmessung, dass dieses Gerät unmittelbar funktioniert. Und wenn man weiß, dass das Herz der stärkste Sauerstoffverbraucher ist, danach kommt das Hirn und danach auch schon die Augen, dann macht es durchaus Sinn, da Energie zu ergänzen. Und heute sollte man mehr und mehr darüber nachdenken, was die Zirbeldrüse in uns alles hervorruft, steuert, regelt und so weiter. Und wenn die Zirbeldrüse durch den Energy Stream HS, so heißt der HS, ganz simpel für Headset, wenn man die Energie da zusätzlich in den Kopf bringt, in die Zirbeldrüse bringt, dann kann das mit Sicherheit nicht schaden. Um es ganz vorsichtig auszudrücken. Ich glaube auch, dass das die Zukunft sein wird bei all den Störfeldern, die immer mehr auf uns zukommen, auch in Bezug auf Elektrosmog möglicherweise, ist die Zirbeldrüse möglicherweise, es ist alles ja noch in den Sternen, sein oder nicht sein, wahrscheinlich der Schlüssel für unsere Gesundheit. Lieber Guido, die Sendezeit ist schon wieder durch. Es war wieder wie immer sehr, sehr spannend. Und ich möchte einfach noch was diese herausragende Qualität von Energy herausstreichen, auch in Bezug auf Beratung. Fordern Sie einen Berater an, bitten Sie darum, dass jemand vorbeikommt, Ihnen das Gerät einfach mal vorführt. Das kann in der Schweiz sein, in Österreich, in Deutschland. Wenn Sie sich an Energy und Sie managen alles, dass Sie einen fachkompetenten Person nach Hause kriegen. Sie haben die Chance, das Gerät einfach mal zu testen, indem Sie es mal mieten und schauen, was passiert, um Ihnen einfach nicht die Katze in einem Sack zu kaufen, sondern wirklich fundiert zu sagen, wow, ich leiste mir was, was auch in den nächsten 20, 30, 40 Jahren noch Bestand hat und mir Gutes zufügt. Und Sie setzen Ihre Energie da rein, wo es am wertvollsten ist, nämlich in die Luft, wo wir gehört haben, wo wir unglaublich viel brauchen, jeden Tag ein- und ausatmen und leider Gottes so wenig Energie reingeben. So habe ich ein Schlussplädoyer gehalten. Lieber Guido, ganz herzlichen Dank, dass du da bist. Danke, dass du uns bereicherst mit deinem Wissen. Wir gehen jetzt in die Pause, in Mittagspause.
Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wünsche ich alles Gute. Danke, dass Sie dabei waren und auf Wiedersehen.